Was macht eine Chief People Officer? Bei uns ist Friederike Prasun von Hellmann Worldwide Logistics. Und an Sie habe ich heute 5 Fragen. Die erste Frage: Was macht eine Chief People Officer? Ganz unterschiedliche und vielfältige Themen. Und ich denke immer, ich habe für mich auf jeden Fall die beste Rolle im Unternehmen, weil ich darf mich damit auseinandersetzen, was brauchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um in ihren Motivationsflow, um in ihre High Performance zu kommen. Und da ist es natürlich auf der einen Seite so dieses Thema Rahmengeber zu sein als CPO, nämlich zu gucken, welche Strukturen braucht es, welche Prozesse braucht es, welche Systeme braucht es, damit unsere Mitarbeiter im gesamten Employee Lifecycle ihre Employee Experience erleben. Es ja so im HR-Bereich gibt von wir suchen jemanden bis hin, jemand verlässt uns, weil in Rente oder weil mal für einen anderen Karriereschritt sich entschieden wurde, den zu gestalten und dafür die systemischen Bedingungen, die prozessualen Bedingungen, das Umfeld zu schaffen, damit unsere ganzen Personaler auf der Welt richtig stark sind, um das Business in den Personalthemen zu unterstützen. Mit welchen PartnerInnen müssen Sie da zusammenarbeiten im Unternehmen? Also wer hilft Ihnen dabei? Das ganze Unternehmen. Also das ist jetzt sehr übergeordnet, aber für mich ist immer People-Themen sind Themen, die das ganze Unternehmen angeht. Und von daher ist es natürlich erstmal für mich gesprochen, meine Kollegen im International Executive Board, da sind wir zusammengesetzt aus den unterschiedlichen Regionen, aus den Produkten, aus den Supporting Functions. Und da werden auch die ganzen strategischen Themen für Hellmann, unsere Fokusthemen definiert. Und natürlich sind das ganz wichtige Partner für mich im Sinne von, wir treffen gemeinsam das Commitment, in welche Richtung unterschiedliche Themen sich entwickeln wollen und eben auch die Personalthemen. Dann aber natürlich auch mit allen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit, um herauszufinden, was sind die Bedürfnisse, was ist das, was gebraucht wird, um gute Personalarbeit zu machen. Von daher regelmäßig da den Dialog, den Austausch zu haben, über Pulse-Check zu gucken, wo steht unsere Organisation, was wird gebraucht, damit wir als HR einen Impact liefern können. Und dann haben wir natürlich aber auch noch andere wichtige Gremien bei Hellmann, beispielsweise in Deutschland der Betriebsrat. Also ganz wichtig, um erfolgreiche Personalarbeit zu machen, wo wir da auch immer ganz eng in der Abstimmung sind, um immer mit der positiven Brille zu gucken, wie können wir das Beste für unsere Mitarbeiter gestalten. Frage Nummer 3. Was macht eine starke Arbeitskultur in einem Unternehmen aus? Und wenn man noch keine hat, wie erreicht man sie? Ui, okay. Also was sie ausmacht und kennzeichnet ist erstmal, dass sie authentisch ist. Also eine Unternehmenskultur, die man sich überlegt, weil man denkt, es wäre schön, dass so die Unternehmenskultur ist und dann schreibt man sie überall hin und überall drauf. Aber das, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fühlen und spüren, ist was ganz anderes. Das ist total schwierig. Deswegen ist es für mich, eine Unternehmenskultur muss authentisch sein. Und eine Unternehmenskultur ist auch nichts, was ich from scratch auf dem Zettel mir überlege und sage, wie soll denn mein Unternehmen der Zukunft aussehen? Weil eine Kultur ist immer da. Und deswegen ist in der Unternehmenskultur wichtig, damit zu arbeiten, was ist der Status quo, was ist das, was unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitbringen, was ihnen wichtig ist. Und daraus zu gucken, wie wollen wir da natürlich auch Veränderungen raus anstoßen, weil wir wollen ja nicht immer da sein, wo wir aktuell sind, sondern aber natürlich zu gucken, was ist das, was uns ausmacht, was uns stark gemacht hat in der Vergangenheit und daraus zu gucken, was sind aber auch Potenziale für die Zukunft und wie wollen wir das in unserer Unternehmenskultur, in unseren Werten, in unserer Vision, in unserer Mission verankern. Und wenn man die noch nicht hat, dann sollte man schnell damit anfangen, sie zu haben, weil aus meiner Sicht ist das ein Erfolgsschlüssel für die Unternehmen, also um zukunftsfähig zu sein. Diese emotionale Verbundenheit, die man durch die Unternehmenskultur schafft, ist ganz wichtig. Und dann ist erstmal zu überlegen, erster Schritt, was ich auch gerade gesagt habe, wo stehen wir denn gerade? Was ist der Status quo? Um dann zu überlegen, daraus abzuleiten, was ist das, wo wir uns in Zukunft sehen? Was ist unser Nordstern, den wir für uns als Unternehmen formulieren wollen? Um dann aber auch mit Einbezug der Mitarbeiter genau diese neuen Werte und Ausrichtung gemeinsam zu gestalten. Denn sonst hat man auch einen ganz schwierigen Change vor sich, im Sinne von, wir haben uns jetzt mal was überlegt und stülpen das jetzt in die Organisation, dann sind wir bei dem Punkt vom Anfang, dann sind wir nicht authentisch. Frage Nummer 4, was hilft wirklich gegen Fachkräftemangel?
Eine Unternehmenskultur, über die wir gerade gesprochen haben, ist für mich eins der zentralen Punkte, daran zu arbeiten und die dann natürlich nachhaltig zu entwickeln, aber auch nach außen zu transportieren. Und das ist ja immer so die Schwierigkeit, wenn es um Fachkräftemangel geht. Wie kriege ich denn Leute, die noch nicht bei Hellmann sind und die noch nicht fühlen, wie die Kultur ist und was das für mich bedeutet, wie kriege ich die denn in meinen Funnel rein? Und da geht es natürlich schon bei dem Thema Fachkräftemangel, dieses Gefühl, wie ist es bei Hellmann zu arbeiten, wie ist unsere Kultur, wie kriege ich das transportiert, wie kann ich das anfassbar und erlebbar machen für zukünftige Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht bei Hellmann an Bord sind. Das ist so ein Part. Ein anderer Part für das Thema Fachkräftemangel ist definitiv, und das ist vielleicht so ein Schlagwort, aber ist auch meine Überzeugung, das Thema Diversity. Der Talentepool ist eh schon viel zu klein für das, was wir alles vor uns haben. Und wenn wir nicht anfangen, diesen Talentepool weiter auszuschöpfen über unterschiedliche Aspekte, sei es das Thema Frauen in der Logistik, sei es das Thema unterschiedliche Altersstrukturen zu haben, sei es darauf zu gucken, wie kann ich unterschiedliche Kulturen, Internationalitäten, dann nehmen wir uns selber ganz viel Fachkräfte. Und deswegen ist das so ein Punkt da, dran zu arbeiten. Und das ist ja nicht über ein Projekt, über Initiativen, sondern das Mindset zu verändern. Weg von, wir denken, wir sind offen für Diversity und in Wirklichkeit sind wir es nicht. Und das ist für mich so ein ganz großer Hebel, um den Pool zu vergrößern an Talenten, um Fachkräftemangel quasi entgegenzuwirken. Die Gen Z ist der Nachwuchs. Wie erreicht man sie? Also da ist für mich einmal so der Unterschied, wie erreiche ich die technisch? Also wenn es auch darum geht, wie finde ich denn unsere junge Generation? Da natürlich zu gucken, wo kann ich schon früh in der Ausbildung anknüpfen? Auf der einen Seite arbeiten wir beispielsweise viel mit dem Thema Schul- und Hochschulkooperation, um schon da nah an die Generation ranzurücken, auch deutlich zu machen, was es bedeutet, in der Logistik zu arbeiten und wie toll dieses Arbeitsumfeld ist. Aber natürlich auch im Sinne von Recruiting-Kanäle, Social Media, wenn es jetzt um diese technische Erreichung geht. Und das andere ist ja, wie erreiche ich sie emotional und inhaltlich? Und da ist es auf der einen Seite für mich, wenn ich wieder auf den Kern gucke, was Menschen wichtig ist und was Menschen ausmacht, dann sehe ich gar nicht die ganz, ganz großen Unterschiede zwischen den Generationen. Jeder hat einen anderen Fokus für sich oder legt auf einen anderen Aspekt Wert, wie beispielsweise das Thema Flexibilität, mehr Individualität in die Arbeit reinzubringen oder auch diese große Diskussion, die wir jetzt gerade haben, einen Purpose zu finden. Also wo schaffe ich wirklich einen Impact? Wo kann ich mich einbringen? Wo schaffe ich einen Mehrwert? Und da finde ich schon ganz besonders wichtig bei der jungen Generation, eine klare Vision, eine klare Mission und eine klare Strategie aufzuzeigen und auch deutlich zu machen, wo ist mein Part da drin? Wo trage ich zum Unternehmenserfolg bei? Und das gar nicht nur auf der finanziellen Ebene, sondern ich auch als Mensch. Was kann ich tun, um die Arbeitswelt bei Hellmann zu verändern, um das, was mir wichtig ist, auch ins Unternehmen reinzutragen? Und das ist für mich so diese emotionale Komponente, wo ich schon die klare Ausrichtung gepaart mit guten Karrierestrukturen, Karrierepläne in unterschiedliche Richtungen, horizontal, vertikal, aufzuzeigen, damit Mitarbeiter nicht nur zu uns kommen, sondern dann auch denken, ja, Hellmann ist auch mein Place to be für die Zukunft und da sehe ich schon viel, viel Potenzial drin.